Moin, ich bin in Hamburg. Versuche Hamburg-Berlin nachzufahren. 350 Kilometer. Kommt mir jetzt gerade wie eine Mammutaufgabe vor. Wird sich zeigen, ob es was, was wird oder nicht. Es gab noch keinen Kaffee. Aber ich bin guter Dinge, irgendwann irgendwas zu finden. Jetzt ist es 3:30. Schauen wir mal. Es ist doch schon erstaunlich viel Verkehr dafür, dass es 3:45 ist. Sagen, mit Kaffee würde es mir etwas besser gehen, glaube ich. Es ist ein recht zäher Start, aber ich schau mal, irgendwann werde ich einen Kaffee finden. Dann. Es regnet übrigens auch wie Sau. Schön! Fast 3 Stunden rum. Ich habe Kaffee. Und ich habe Franzbrötchen bekommen. Geht. Geht ganz gut. Also jetzt mit Kaffee. Ich bin klar. Aussicht. Das ändert sich einfach nicht.
Höhenangst kickt gerade in. Es geht nicht. Ich dachte, es geht, aber es geht nicht. Schade. Es regnet gerade mal nicht. Trotzdem bin ich komplett durchnässt. Trotz Regensachen. Trotz Gamaschen. Komplett nasse Schuhe. Bisschen schade. Aber es ist zum Glück nicht so kalt. Von daher stört es nicht wahnsinnig. Der Gegenwind stört. Der Gegenwind fährt ganz schön in die Beine. Aber ich schlag mich durch. Szenenwechsel. Mal kein Deichradweg. Ist das schön. Ich habe fast 240 geschafft. Fast 240 geschafft und noch 110 vor mir. Und das ist mega bis hierhin. Es ist einfach ein geiles Gefühl. Beine sind okay. Sitzfleisch nicht toll, aber ich halte es durch. Aber Energiezufuhr funktioniert echt gut, muss ich sagen. Also, ich habe nicht das Gefühl, zu wenig zu essen oder Hunger zu kriegen. Aber ich bin auch andauernd dabei, kleine Portionen zu füttern. Ich glaube, ich pack's. Das ist einfach der Wahnsinn. Unter 100. Fresh unter 100. Ah, nice. 100 schafft man immer. Von daher wird es auch was werden. Gerade nochmal Vorräte aufgefüllt, Wasser aufgefüllt. Und damit sollte ich wahrscheinlich für die nächsten 100 gewappnet sein und schaff's dann bis nach Hause. Keine Deiche mehr seit einer Weile. Aber ich habe zwischenzeitlich noch mal eine Portion Öl kaufen können, Grindöl. Denn die Kette war total kreischen. Schon seit einer Weile.
Jetzt kein Ton mehr. Das hier sieht mir gerade komplett die Schuhe aus. Noch 41, 308 geschafft. Noch 41. Wenn ich hier durch bin, dann packe ich die auch noch. Dann kann ich es eigentlich kaum erwarten, zu Hause mal kurz die Füße auszustrecken.